Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, wenn man Augen im Kopf hat, ich habe tatsächlich eine vollkommene Diamantrüstung am Start. Ja Leute, woher kommt die? Falls ihr meine Livestreams nicht verfolgt, genau. Und ja, die habe ich da gemacht, ganz einfach. Ja, spannende Erklärung, ich weiß, aber so einfach ist es. Die haben wir auch ein bisschen verzaubert, ist jetzt keine mega krasse Verzauberung drauf, aber ich brauchte die, weil wir ein paar Monster geklatscht haben. Und deswegen auch an dieser Stelle einmal kurz die Frage an euch, Leute. Könnt ihr mir ja vielleicht in die Kommentare direkt am Anfang schreiben, wie wichtig findet ihr es, dass ich in Let's Build Hogwarts mit Monstern spiele? Ist euch das sehr wichtig, ein bisschen wichtig oder gar nicht wichtig? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne jetzt schon in die Kommentare. Und ich erzähle euch mal in der Zeit, was wir heute in der heutigen Folge machen. Ja. Ja, Drache. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir werden heute den Innenhof weiterbauen, den wir in den letzten Folgen schon angefangen haben. Und falls ihr gerade nicht wisst, was ich damit meine, dann werdet ihr das jetzt rausfinden. So, dafür müssen wir einmal hier durch die Gegend fliegen. Und ich switch mal eben kurz in den Tag hinein. So, wunderbar. Da haben wir unseren neu entstandenen Zigarettenturm. Den solltet ihr ja mittlerweile kennen. Und wenn man dann hier weiter hinfliegt, dann kommen wir zum Krankenflügel, zu diesem Gebäudekomplex. Und wir haben die letzten Folgen hier ordentlich was weggebaut. Ja, ich bin mir jetzt leider noch nicht so ganz sicher, ob das alles ist oder ob da noch mehr weggebaut werden muss. Denn man darf nicht vergessen, der Innenhof wird ähnlich groß wie der erste, den wir gebaut haben, vor der großen Halle. Und deswegen frage ich mich gerade, ob das hier schon ausreichend ist. Deswegen würde ich heute die Folge gerne nutzen, um mit euch mal den Innenhof abzustecken und um zu gucken, ob wir noch mehr wegbauen müssen oder ob das jetzt schon reicht. So, genau. Und Dagi hat wieder einen Frosch im Hals, das ist mal wieder super toll. Ich habe mir natürlich das Replik angeschaut und mir ist aufgefallen, gerade hier an den Ecken sind so zwei kleinere Rundtürmchen, ja, wie auch immer. Und das möchte ich andeuten jetzt auch in dieser Folge. Problem ist nur, dieser Berg ist auf jeden Fall noch im Weg. Deswegen müssen wir den am Anfang nochmal eben wegbauen, aber dann sollten wir auch, denke ich, mit dem ersten kleinen Türmchen beginnen. In dieser Folge werde ich auf jeden Fall auch schon anfangen zu bauen, also da könnt ihr euch sicher sein. Denn, ja, ich werde nicht schon wieder eine Folge machen, wo ich nur den Berg abbaue oder hier Terraforming mache. Das ist ja eigentlich eher eine Streamaufgabe, aber dadurch, dass es halt, ja, relativ schnell vonstatten geht, mache ich das dann doch in den Let's Build Hogwarts-Folgen, um, ja, eben auch den Fortschritt zu zeigen. Weil wenn ich das hier in Streams machen würde, dann wäre das eine viel zu kleine Aufgabe und so schlimm finde ich es jetzt auch nicht, das in den Folgen zu machen hier mit dem Abbauen. Naja, so Leute, ich habe natürlich auch einen Kommentar am Start. Das soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und der heutige Kommentar kommt von dem lieben Julian RVFGHP. Sehr kreativer Name, by the way. Genau. Und er hat geschrieben, Thema für LBH. Warum kam Dumbledore nicht zurück, als Harry in Teil 7 den Stein der Auferstehung benutzte? Ich kann mir vorstellen, dass ihm Dumbledore mehr am Herzen lag als Lupin, der kam. Wäre cool, wenn du ein bisschen drüber sprichst. Und Dagi LP hat mal wieder bewiesen, dass er überhaupt nicht gut vorlesen kann, besonders wenn der Kommentar auf dem anderen Bildschirm ist und er dann nach rechts rüberschielen muss. Das ist unglaublich schwer, Leute. Bitte, bitte habt Mitleid mit mir. Dankeschön. So, ich fand den Kommentar richtig gut, deswegen würde ich ihn gerne auch in dieser Folge mal ansprechen. Und habe persönlich auch schon meine eigene Theorie da entwickelt, was ich so denke. Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Theorie. Wobei es eigentlich, ja, ob das eine Theorie ist, weiß ich gar nicht. Also müsst ihr am Ende entscheiden, vielleicht habt ihr sogar eine bessere. Ich komme einfach mal direkt zum Thema, werde aber natürlich gleich wieder das Thema unterbrechen, weil ich natürlich auch überlegen muss, wie ich hier vorwärts komme. Und wir wollen ja, wie gesagt, nicht heute den ganzen Tag nur Berge abbauen oder Terraforming machen. Genau. Deswegen, meine persönliche Meinung ist, ich würde dir jetzt direkt mal am Anfang widersprechen, lieber Julian. Und zwar in der Sache, dass er Dumbledore ja mehr mochte, beziehungsweise dass Dumbledore ihm mehr am Herzen lag als Lupin. Das glaube ich nämlich nicht. Denn was wir wissen, als Harry in den Wald gegangen ist, um sich Voldemort entgegenzustellen, hat er ja vor kurzem erst die Gedankenszene von Snape gesehen im Denkarium. Wisst ihr ja alle, brauche ich euch nicht erzählen. In dieser Gedankenszene hatte er gehört, dass Dumbledore ihn aufgezogen hat wie ein Schweinchen, was zum Schlachten bestimmt war. Beziehungsweise so hat Snape es betitelt. Und das heißt, Harry hat natürlich auch erstmal gedacht, ja, so ist das. Und so war es ja im Grunde auch. Aber Harry wusste halt nicht, was für einen positiven Effekt sein Tod mit sich bringen würde. Und dass sein Tod eben nicht endgültig ist, sondern
ja, nur die richtigen Steine zum Rollen bringt, wenn man das mal so sagen kann. Das heißt, Harry hat am Anfang das gar nicht so richtig gecheckt und dachte einfach, ey, der Dumbledore, der war all die Jahre nett zu mir und hat mir geholfen und fand mich richtig cool. Ich war sein Homie, der hat mich richtig bevorzugt, der Fresh Dumbledore. Aber, ja, irgendwie will er dann doch, dass ich sterbe und eigentlich war er nur nett zu mir, um mich sterben zu sehen. Jetzt mal ganz übertrieben dargestellt, aber sowas hat Harry in dem Fall in dieser Sekunde dann gedacht, weil er ja die Erinnerung von Snape gesehen hat. Das heißt, ich würde auch direkt mal da widersprechen, lieber Julian. Ich glaube, der gute Harry hatte in dem Moment wenig für Dumbledore übrig. Vor allem, nachdem er bei Aberforth gesagt hat, dass er Dumbledore blind vertraut. Und dann hat er halt die Erinnerung von Snape gesehen und da wurde halt bewiesen, dass Dumbledore doch seinen Plan mit Harry hatte, von dem Harry nichts wusste. Und da hat Harry natürlich, denke ich mal, einfach rot gesehen. Oder ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil er am Anfang sich so positiv über Dumbledore ausgesprochen hat und dann erfährt er einfach durch eine Erinnerung von jemand anderem, dass sein Tod schon lange vorbestimmt war, dass man eigentlich nur den Weg für seinen Tod geebnet hat und ich glaube, das würde mich persönlich auch ein bisschen triggern, wenn ich wüsste, ey, mein bester Freund, ey, der war drei, vier Jahre mit mir befreundet und hat mich immer unterstützt und so, nur damit, damit ich irgendwann sterben kann. So richtig erbärmlich einfach. Und ich glaube, da würde jeder von euch so einen gewissen Hass empfinden. Und das ist auch völlig verständlich. Denn Harry wusste halt am Anfang nicht, dass sein Tod etwas Positives mit sich bringen würde. Beziehungsweise, dass sein Tod sinnvoll ist. Und deswegen denke ich auch, ist es berechtigt zu sagen, dass ich dir hier widerspreche, lieber Julian. Ich glaube, dass Lupin ihm wesentlich lieber war in dem Moment als ein Dumbledore. Wobei man natürlich auch sagen muss, Dumbledores Gegenwart wäre vielleicht etwas interessanter für Harry gewesen, aber darum ging es ja nicht in der Szene. Der Stein der Auferstehung holt die geliebten Menschen zurück und nicht die Leute, die man einfach sehen möchte, weil man sie interessant findet oder weil sie vielleicht einen Plot verraten könnten oder sowas in der Art. Das ist so meine persönliche Begründung. Ich würde aber gleich nochmal auf das Thema zurückkommen. Ich muss nur kurz einen Cut machen, denn ich denke, wir haben jetzt hier sehr viel Terraforming gemacht und ja, wir fliegen mal kurz hoch, Leute. Wir gucken uns das mal eben von oben an. Insgesamt finde ich die Größe zwar akzeptabel, aber man sieht schon, wir haben mehr in die Breite als in die Länge gebaut. Das heißt, ich würde gerne das hier noch ein bisschen ausfüllen und bin am Überlegen, ob ich das wirklich komplett zumachen soll. Ich weiß, letztes Mal habe ich eigentlich gesagt, ja, wir machen das komplett zu, weil das sinnvoll ist, aber es ist also so viel und ich habe da so wenig Lust drauf. Deswegen, Leute, werde ich jetzt diese Folge nutzen, um schon mal ein bisschen die Seiten hier zu bearbeiten. Und ja, dafür holen wir uns mal ein paar Steine ran. Das sind jetzt natürlich nur Andeutungen, die wir machen. Schlussendlich wird sich später rausstellen, ob das so bleiben kann. Aber ich will schon mal Ideen sammeln, was mir persönlich wichtig ist. Und ja, die Kühe machen sich auch mittlerweile ganz gut. Wir gucken mal kurz. Also Platz ohne Ende haben die auf jeden Fall. Guckt mal, wie toll deren Auslauf ist. Also, ja, Newt Scamander 2.0 würde ich mich einfach mal taufen. Ja, definitiv. So, ich meine, ich habe sogar hier einen Drachen im Innenhof stehen. Der macht einfach gar nichts, der ist richtig cool abgerichtet. Also selbst Newt Scamander könnte eigentlich was von mir lernen. Leute, ja, hier, Newt Scamander ist der große Magiezoologe. Nee, der Dougie ist der große Magiezoologe hier. Mhm, ja, eigentlich sollte der Film über mich handeln. Fantastic Beasts dreht sich um Dougie LP. Ja, das wäre es wirklich, Leute. Da würde keiner mehr ins Kino gehen. Okay, Leute, wir müssen uns einigen, welchen Stein wir nehmen. Ich würde auf jeden Fall Stein sagen, das ist logisch. Aber nehmen wir normalen Kebbel, nehmen wir Steinziegel. Und wie machen wir das mit dem Muster? Ich persönlich würde sagen, ich würde es wie beim ersten Innenhof machen. Allerdings mit einer anderen Anordnung. Ich meine damit nur, dass wir eventuell Mäuerchen nehmen sollten. Ja, und Mäuerchen, die gibt es, glaube ich, nur bei Kebbel, oder? Doch, ich meine, es gibt nur Kebbel. Steinmauern. Also, glaube ich. Wartet mal, wie kann ich das hier nochmal... Ich guck nochmal eben kurz nach. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Mensch, ich habe die ganze Zeit so einen Trevor im Hals. Ey, das ist richtig nervig, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen erkältet seid und ständig einen Frosch im Hals habt? Geht mir übel auf die Nerven. Vor allem, wenn ich aufnehmen muss. Oder will.
So, genau, Mäuerchen wollte ich gucken. Ich gucke hier schon wieder alles an, aber nicht das, was ich suche. So, da, genau. Also es gibt die als Kebbel-Variante und als bemooste Kebbel-Variante. Also genau das, was wir eigentlich schon wussten. Ja, ist in Ordnung, ist aber nicht so toll. Das heißt für mich persönlich, dass ich das jetzt aus dem gleichen Stein machen werde. Wer wäre darauf gekommen? Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Dafür brauchen wir natürlich Steine. Und ich merke gerade, meine Spitzhacke hat Behutsamkeit, wie ich gerade sehe. Und das ist ganz Togo. Denn daraus können wir dann direkt die Steinziegel machen. Das machen wir auch mal direkt. Das ist sehr effizient, Onkel Daniel. Da hast du auch echt, ja, so ein bisschen mitgedacht. Du kannst jetzt einfach mal so tun, Daniel, als hättest du das mit Absicht so gemacht. Dann denken die Leute, du wärst Dagi klug und schreiben vielleicht Hashtag Dagi klug in die Kommentare. Hätte ich jetzt vielleicht nicht laut sagen sollen, aber... Ja, gut. Ist ja verständlich langsam, dass ich nicht der Allerhellste bin. So, Steine haben wir ohne Ende, wie man sieht. Aber müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Mäuerchen haben wir hier auch noch. Haben wir auch noch ein paar Bemooste. Das würde mich gerade mal interessieren. Bemooste? Nee. Wir haben... Nee, das war es auch im Großen und Ganzen. Hier haben wir bemoosten Bruchstein. Das heißt, wir könnten uns da später bemooste Stein-Dingsbums machen. Mäuerchen. Aber das mache ich erst später, weil die Dinger sind kostbar und ich werde keine bemoosten Kebbels verwandeln, ohne hundertprozentig zu wissen, dass ich die auch brauche. Dafür sind die einfach viel zu wertvoll in Let's Build Hogwarts. So, wie macht man sich denn nochmal eine Steinmauer? Jetzt kommt Profi-Dagi wieder hervor und beweist wieder sein unendliches Minecraft-Wissen und Talent. Ah ja, toll. Und es waren ein bisschen viele, würde ich sagen, aber na gut. Wobei, ich glaube, wir brauchen noch ähnlich viele. Ich glaube, auch hier in dem Innenhof sind einige verbraucht worden. Yep. Und um euch mal ganz kurz zu erklären, wie ich das umsetzen möchte. Also ähnlich wie hier, allerdings werde ich da nicht so ein Dach draufsetzen. Und es wird ein bisschen höher sein. Und wir bauen jetzt einfach mal los, Leute. Ich kann euch theoretisch immer viel erzählen, aber besser ist es, wenn ich zeige. Denke ich jetzt einfach mal. Deswegen fliegen wir mal hier eben hin. Und was wir jetzt natürlich auch überlegen müssen. Eigentlich müssen wir hier im Boden setzen. Ne? Ist ja eigentlich logisch. Ist eigentlich sogar sehr logisch. Warum habe ich das... Hä? Ja, gut. Ich würde einfach mal sagen, wir stecken nur schon mal die Größe ungefähr ab. So, hier haben wir das Tor. Da haben wir dieses komische Teil hier. Also wenn wir das jetzt hier langlaufen lassen, ich sag mal hier... Und wenn man das hier macht, dann hat man hier einen relativ großen Bereich. Wisst ihr, wie ich meine? Dann würde dieser Innenhof quasi hier so lang führen und hier so lang führen. Oder soll man das da schon anecken lassen? Wie groß wäre das denn? Man müsste das ja auf der anderen Seite genauso machen. Also hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also wir haben da eine Fünfer Breite, dann müssen wir das natürlich auch hier machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, das heißt hier, ich setze die jetzt einfach mal so, Leute, wir können die später wieder abbauen, ich will das nur mal eben kurz überprüfen. Oh, gehen wir mal hier unten auch noch so lang, so. Jetzt hätten wir zumindest schon mal die Ausmaße, also die breiten Ausmaße, sag ich mal. Versteht man, was ich meine? Ich hoffe es. So, und das sieht mir dann doch ein bisschen sehr klein aus, muss ich gestehen. Ja, wobei das jetzt auch noch schwer zu... Also, es ist schwer nachzuvollziehen. Wisst ihr was, Leute? Ich bin ja unprofessionell und habe mich mal wieder überhaupt nicht vorbereitet. Ich werde mal gerade ganz kurz von meinem Schreibtischstuhl aufstehen, mir meine Replik angucken und euch dann sagen, wie es in Wirklichkeit ist. Eine Sekunde! Moment! Und cutten kann ich auch nicht. Sekunde! So, da bin ich wieder. Ging ganz schnell. So, wir haben hier auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich meine, ich könnte ja mir wirklich die Mühe machen, das jetzt rauszucutten, wie ich aufgestanden bin. Aber dann wäre das ganze Format hier wieder viel zu professionell. Und dann kriegen die Zuschauer immer den Eindruck, ich würde, ja, professionell sein. Und dann reicht man so den kleinen Finger und irgendwann reißt ihr mir die ganze Hand raus. Aber ich bin nun mal nicht professionell, Leute. Bitte haut mich nicht. Bin ein richtiger Kacknob. In allem.
In allem, wirklich in allem, das ist kein Scherz. Und es wäre schön, wenn es ein Scherz gewesen wäre. Aber ich muss gestehen, ich bin wirklich ein Kacknoob. So, ich habe wie gesagt nachgeguckt und ich würde sagen, dass wir hier anfangen und dass wir hier anfangen. Also ungefähr hier. Dann wäre das 4 Steine breit. So, genau. Denn ich habe auch gesehen, dass dieser Abstand hier nicht ganz so mega breit ist. Er ist relativ schmal, genau. So, und dann haben wir hier einen Abstand 1, 2, 3, 4, 5 von diesem Stein aus gesehen. Ich versuche das immer zu erklären, Leute. Ihr versteht es wahrscheinlich, aber meine Erklärung ist wieder richtig toll. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der Innenhof beginnt hier. 1, 2, 3, 4, 5 und endet hier. So, dann hätten wir den Übergang genau hier. So wäre es zumindest realistisch, wenn man das Replik mit betrachtet. Und die Innenhofgröße wäre auch deutlich akzeptabler. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann würde ich das Ganze einfach mal weiterziehen. Und in der Zeit, wo ich das weiterziehe, komme ich nochmal auf das Thema zu sprechen. Wie gesagt, wir können später auch noch hier Bemooster reinsetzen und welche rausbauen. Das ist erstmal nur probieren. Ihr wisst ja, in Let's Build Hogwarts ist eigentlich wenig geplant. Und das hat man, denke ich, gerade auch gut gemerkt, als ich mitten in der Folge meine Replik angeglotzt habe, um zu wissen, wie ich was bauen muss. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wir ziehen das jetzt erstmal vor und sollte da irgendwas verkehrt sein oder nicht so gut sein, werden wir das nochmal verändern. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, meine persönliche Meinung nochmal zum Thema. Ich glaube, meine Theorie, dass Harry deswegen Dumbledore nicht bei sich haben wollte oder in dem Moment, dass Dumbledore nicht gekommen ist, würde ich sehr, sehr stark auf diesen Grund beziehen, eben weil er dachte, dass Dumbledore ihn belogen hat, dass Dumbledore ein Spielchen mit ihm gespielt hat oder sonst was dergleichen. Ich glaube aber auch, dass Harry klug genug war und weise genug war zu wissen, dass Dumbledore ihm nichts Böses will oder... Ja, also ich glaube nicht, dass er schlecht von Dumbledore gedacht hat. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, auch wenn ich das gleich am Anfang ein bisschen falsch rübergebracht habe, aber ich glaube nicht, dass Harry da gestanden hat und gesagt hat, boah, der Arsch Dumbledore hat mich die ganze Zeit aufgezogen, um mich dann am Ende ermorden zu lassen. Und dieser Penner, ich habe ihm vertraut oder so. So, glaube ich, war Harrys Reaktion auf keinen Fall, denn er hat ja verstanden, warum er sterben musste. Er hat verstanden, ey, ich muss jetzt sterben, um andere Leute zu retten und es gibt keine Alternative. Er hat Dumbledore insoweit immer noch vertraut, dass er diesen Weg gegangen ist. Er hätte ja auch sagen können, ey Dumbledore, du willst mich tot sehen? Nö, ich gehe jetzt einfach nicht in den Wald zu Voldemort. Hätte er ja auch machen können, aber nein, er wusste, ich muss jetzt sterben, um, ja, eben fürs größere Wohl einzustehen, sage ich mal, auch wenn das jetzt eigentlich nicht sein Motto ist. Das ist meine persönliche Theorie, aber das heißt nicht, dass ihn ein Lupin zum Beispiel weniger wert ist, beziehungsweise dass, er Lupin weniger mag, oder wie hast du das geschrieben nochmal, Julian? Dass Lupin ihm weniger am Herzen lag als Dumbledore, das glaube ich nicht. Ich glaube, Lupin hat ihm wesentlich mehr bedeutet, weil Lupin einfach ein enger Freund von seinem Vater war und Lupin war halt auch ein klasse Lehrer und ja, insgesamt waren die einfach in einer ziemlich guten Konstellation, sage ich mal. Und Dumbledore war zwar auch immer sowas in der Art, aber eher unerreichbar. Erst in Harry Potter und der Halbblutprinz sind die beiden sich auch wirklich ein bisschen näher gekommen, also Dumbledore und Harry. Davor war es halt einfach ein sehr mächtiger Schulleiter, der zwar viel von Harry hält, aber der Kontakt war ja eher so, ja, semi-doll, sag ich mal. Und dadurch kann man natürlich keine herzliche Bindung aufbauen. Und wir wissen ja, der Stein der Auferstehung sorgt dafür, dass geliebte Menschen zurückkommen. Und diese Position hat Dumbledore einfach nicht bei Harry, meiner Meinung nach. Ich glaube einfach, Dumbledore hat eine Position bei Harry, die Ehrfurcht verursacht eventuell, dass Harry sehr viel Ehrfurcht vor ihm hat oder auch sehr viel Respekt natürlich auch, aber keine freundschaftliche Liebe oder etwas dergleichen. Das würde ich dazu sagen, aber ich bin auch sehr gespannt, was ihr mir so in die Kommentare schreibt, ob ihr da ähnlicher Meinung seid oder ob ihr das komplett anders seht. Das würde mich sehr interessieren. So, und was mich jetzt auch noch interessiert, ob dieser Innen... Ja, ich hab's mir fast gedacht. Er ist definitiv noch nicht breit genug. Wir müssen das Meer noch ein bisschen zuschütten. Und die Folge geht gerade... Na, geh weg, du scheiß Schatten. Ich hasse diesen Bug. Ich hasse ihn so sehr. So, geht doch. Die Folge geht 20 Minuten. Das ist gut. Dann werden wir die letzten Minuten dafür opfern, das Meer so weit zuzuschütten, dass wir endlich mit dem Innenhof anfangen können. Denn von der Breite finde ich es perfekt.
So. Und dann heißt es natürlich auch, dass wir jetzt in nächsten Folgen den Brunnen bauen müssen. Ganz genau, den Brunnen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich hoffe, ich finde dieses eine Bild, was ich damals bekommen habe. Ich habe damals so ein richtig geiles Bild von diesem Brunnen bekommen, wo ich sofort sagte oder dachte, das werde ich so machen. Das werde ich so machen und gar nicht anders. Da war ein richtig gutes Bild dabei. Ich hoffe, die Person fühlt sich angesprochen und ist noch dabei und guckt die Folgen hier. Also bitte, bitte, meld dich bei mir. Ich will deinen Brunnen umsetzen. Und gerne auch namentlich dich nennen und alles, was du willst. Ich habe, also dieser Brunnen war einfach wie das Original. Und das in Minecraft. Das ist nicht immer so einfach zu erreichen. So. Ich nehme alles hier an Sand mit. Ich denke mal, wir werden alles brauchen. Wenn man bedenkt, wie tief dieses scheiß Meer ist, wo wir da gerade am Start sind. Dann kriege ich schon wieder das kalte Kotzen. So, das ist alles Sandstein. Ne, da ist noch was. Da muss man auch ein bisschen gucken. Sonst kann man das schnell übersehen. So, da haben wir einiges Decken dabei. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt nicht so mega viel zumachen müssen. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen. Drückt mir die Daumen, bitte Leute. Drückt mir die Daumen. So. Ich glaube, wir müssen das mindestens so weit zumachen, bis diese Landzunge keine Landzunge mehr ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde meinen Standardspruch wieder häufiger bringen, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Ich merke das schon die ganze Zeit, dass ich das wieder viel häufiger benutze, diesen scheiß Insider. Auch wenn ich ihn wirklich kacke finde. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das damals nicht absichtlich gemacht, Leute. Das war einfach nur reine Dummheit von mir, weil ich einfach so scheiße im Erklären bin. Oh, wenn ich keine Skripte bei meinen Theorievideos hätte oder so, dann wäre ich aufgeschmissen. Dann wäre ich ein richtiges Wrack. Weil ich einfach versuche, Dinge zu erklären, die mir zwar klar sind, aber ich kann sie den anderen Leuten nicht klar rüberbringen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das anders seht. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass ich echt scheiße im Erklären bin. Hoppala, das war jetzt nicht so clever. Wie so vieles, was ich im Leben tue. So, aber jetzt sieht man auch, warum ich die Sand nehme. Falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt und euch noch nie mit Minecraft beschäftigt habt, was wahrscheinlich 0,234% meiner Zuschauer betrifft, dann wisst ihr jetzt, dass Sand eine physikalische Funktion hat und deswegen nach unten fällt und deswegen prima zum Zumachen geeignet ist. Und Dagi kann einfach nicht zumachen, weil er dumm ist. So. Und da hinten wird es nochmal richtig tief, wie man sieht. Oh weia, ey. Man sieht es jetzt hier nochmal. Och, scheiße, ey. Das ist so ätzend. Ich will echt nicht wissen, wie viel Sand ich hier verbaue. Das ist traurig. Das bringt mich zum Weinen, Leute. Das bringt mich gerade zum Weinen. Und Manfred, tröstest du mich, Manfred, gleich? Er nickt. Ja, das ist toll. Also solche Freunde braucht man. Danke, Manfred. Das ist super lieb von dir. So. Ich hoffe, das geht ein bisschen zackiger jetzt. Sehr gut. Oh, come on. Warum falle ich da jedes Mal runter? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Spiel. Lass. Spiel. Ich will da nicht runter. Ich drück doch Shift. Ich kann doch gar nicht. Wieso kann ich runter? Ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht, Leute. Und ja, dass wir das in dieser Folge komplett ausfüllen, das bezweifle ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen. Aber was nicht heißen soll, dass wir diese Linie jetzt hier nicht zu Ende bringen können. Und dann werden wir nächste Folge den ganzen Kladderadatsch hier fertig machen. Das wird, denke ich, 10 Minuten beanspruchen, diese Aufgabe. Hoffe ich einfach mal. Ich bin da sehr optimistisch. Aber wenn wir diese Linie jetzt gezogen haben, können wir zumindest beurteilen, ob das ausreichend ist. Von der Höhe. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das heute schon dreimal, viermal gesagt. Bald kann man da wieder ein Trinkspiel draus machen, Leute. Also alle Minderjährigen natürlich nur ein Vitaminsaft-Trinkspiel. Aber ja, oh Gott, Daniel, er reitet sich schon wieder in die Scheiße. So ist das. So, oh Mann, das ist ja noch ein bisschen, Alter. Ich heul gleich, das ist echt so eine triste, bekackte Aufgabe. So, da kann man auch mal schön zumachen. Wenn das Meer nicht so tief wäre, dann wäre das alles gar kein Problem. Dann hätte ich auch überhaupt kein Problem mit dieser Aufgabe und würde weniger rumjammern. Aber dadurch, dass gerade dieser Abschnitt hier so unfassbar fucking tief ist, habe ich Angst, wenn ich überlege, dass Hogwarts ja wahrscheinlich noch mehr mit dem Meer in Konflikt kommt. Und ich kriege Angst in der Vorstellung, dass wir bald einen noch größeren Bereich zumachen müssen. Denn das wird dann definitiv eine Streamaufgabe, Leute. Das wird definitiv eine Streamaufgabe und ich glaube, selbst wenn ich das in einem Stream mache
Und selbst wenn ich kein schlechtes Gewissen habe, dass die Aufgabe vielleicht zu langweilig sein könnte für eine Folge oder so, dann würde es mich irgendwann trotzdem triggern, weil die Aufgabe einfach scheiße ist. Weil sie einfach kacke ist. Naja. Aber sie ist sinnvoll und wir wissen alle, was wir am Ende davon haben. Und deswegen denke ich, kann man das ganz gut durchstehen, hoffe ich. So, die Linie haben wir gezogen. Jetzt liegen wir nochmal kurz nach oben. Es könnte reichen, muss aber nicht. Das kann ich gerade nicht so ganz einschätzen. Es könnte reichen. Ich finde es aber immer sehr beeindruckend zu sehen, dass wir wirklich mit dem Meer nicht allzu doll in Konflikt kommen. Ich meine, Hogwarts ist so riesengroß und am Anfang habe ich gar nicht geachtet, wo ich Hogwarts hinsetze. Aber dass wir jetzt hier so, ja, wir sind noch im moderaten Bereich. Also es ist noch ertragbar, sage ich mal. Also wir kommen hier nicht in zu große Konflikte. Ich sage mal, wir müssen jetzt nicht das ganze Ding hier zumachen, um irgendwie weiterbauen zu können. Das meine ich damit. So. Ich mache mal eben diesen kleinen Bereich hier noch. Kann man ja auch nochmal eben mitnehmen. Und eigentlich brauche ich mir auch gar nicht ins Hemd machen, was die Folgenlänge anbelangt. Ihr wollt sowieso längere Folgen, Leute. Ich kenne euch mittlerweile. Auch wenn ich euch das, oder auch wenn ich das schon viel länger hätte wissen müssen. So, auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal eben. Ach kommt, Leute, ich mache die Folge ein bisschen länger. Ich will das jetzt hier fertig haben. Ich habe keinen Bock, solche Aufgaben in eine andere Folge mitzunehmen. Das ist richtig Kot. Das ist richtig Kot einfach. Also wer jetzt noch dranbleibt und mir beim Quatschen zuhören möchte, freut mich. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis zum jetzt... Wartet mal, ich bin jetzt einfach mal Mainstream-YouTuber in der Beziehung und sag einfach mal, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann schreibt den Hashtag Dagi Support in die Kommentare. Hashtag Dagi Support. Wenn ich lese Hashtag Dagi Support, dann weiß ich, ihr habt bis hierhin geguckt und dann guckt ihr euch auch so eine Scheiße an. Ja? Also schreibt einfach euren normalen Kommentar dahinter Hashtag Dagi Support und dann weiß ich zumindest mal, wer von euch so bekloppt ist und sich wirklich diesen Scheiß bis zum Ende anschaut, weil häufig schreiben mir das die Leute, aber ich kann das nie so wirklich glauben, weil ich meine, ich baue hier einen Scheiß mehr zu, Leute. Man könnte sich so viele tolle Videos auf YouTube angucken, aber so einen Affen beim Meer zu schütten zu sehen, ja, das ist sinnvoll. Das würde ich auch in meiner Freizeit machen, Leute. Natürlich. Nein, ich muss aber ehrlich sagen, das habe ich damals wirklich. Ich hatte damals einen Minecraft-YouTuber, der hatte allerdings auch nur so 80 Abonnenten oder so. Der hat allerdings das Ganze immer so cool verpackt, dass ich mir das trotzdem angeguckt habe. Egal, also es war unabhängig davon, was er gemacht hat. Ich habe es mir einfach angeguckt, weil ich den Typen cool fand. Das finde ich immer sehr interessant, dass es gewisse Menschen gibt, die einfach so interessant quatschen können, dass die Leute dranbleiben. Auch wenn die Aufgabe oder auch wenn das Gameplay größte Rotze ist. Und das freut mich auch immer, wenn ich sowas lese. Also wenn jemand das bei mir so empfindet. Weil ich finde, das ist immer sehr beeindruckend, dass ich das anscheinend schaffe. Weil ich traue mir das persönlich nicht so wirklich zu. Und ich weiß, normalerweise sollte man sich immer persönlich mehr zutrauen. Ne, es sind immer so viele Punkte, wo man sich selber viel zu wenig zutraut und das ist auch immer ein bisschen blöd und man soll sich schon mehr zutrauen und so. Ja, aber ich kann das bei mir nie so ganz nachvollziehen, dass das so ankommt anscheinend, aber würde mich mal interessieren. So, wir haben es auch gleich geschafft, Leute. Gleich haben wir es geschafft. Und dann erlöse ich euch. Dann erlöse ich euch in euren schönen, hoffentlich sonnigen Tag, der bei mir überhaupt nicht sonnig ist, weil bei mir scheiß Regen draußen ist. Ich habe aber auch nicht aufgegessen, muss ich dazu sagen. Also Regenwetter bin ich selber schuld. Ja, ja. So. Wir kommen langsam zu einem guten Punkt. Dieses komische Tümpel... Guckt euch das mal an, Leute. Es ist so ätzend. Ich kann einfach diese... Ja, wir können auch Tetris spielen. Mein Gott. Guckt mal, Leute. Es ist nicht mehr Let's Play Minecraft oder Let's Build Minecraft irgendwas, sondern es ist Tetris. Ich wünschte, man könnte größere Blöcke setzen. Das wäre richtig cool. Minecraft, ich habe eine Idee. Die müsste ich mir übrigens auch patentieren lassen. Dass man größere Blöcke setzen kann. So 9 Blöcke, wisst ihr? So 9 Blöcke, ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das war jetzt das 5. oder 6. Mal, dass ich das in der Folge gesagt habe. Peinlich, peinlich, peinlich. Aber gut. Wenn ich mich für alles schämen würde, was ich Peinliches gemacht habe, dann würde ich nicht mehr aus dem Schämen herauskommen. Das ist so. Gut. Hier mache ich auch nochmal ein bisschen... Ich will diese ganz tiefen Stellen zu haben. Das geht mir so auf die Nerven. Hier ist auch nochmal Lehm. Boah, ich guck... Oh Gott. Ja, Dianthuskraut würde ich vielleicht auch nochmal gebrauchen. Ja. Habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht, weil Hashtag Dagi dumm und so. Kennt ihr ja mittlerweile.
Ich mach mal hier den ganzen Boden zu. Ich will zumindest hier diese Höhe mal ein bisschen reduzieren. Das ist echt ätzend. Und oh mein Gott. Wieso kann ich so kurz nur tauchen? Das ist echt doof. Was haben die Minecraft-Leute sich dabei gedacht? Ich hole mir gleich die Anthuskraut. Wobei, für die Folge lohnt sich das nicht mehr. Aber nächste Folge, die Anthuskraut, wäre vielleicht ganz sinnvoll. So. Oh Gott. Ah, und zack. So, den letzten Stacken verbauen wir noch, Leute. Upsala. Den letzten Stacken verbauen wir noch und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Aber das dauert dann auch nicht mehr so lange. So. Das Gute ist, man kann keine Hohlräume lassen, weil es immer nach unten fällt. Das ist richtig cool. So. Damit haben wir alles erbaut. Yep, soweit haben wir alles erbaut. Dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, der Fortschritt hat euch auch gefallen. Und ich denke, wir werden jetzt in den nächsten Folgen, auch schon nächste Folge, endlich am nächsten Innenhof bauen, der mir persönlich, ja, ich würde sagen, ja doch, es könnte mein Lieblingsinnenhof werden, weil er einfach am kreativsten ist. Ja, Wortfindungsstörung direkt am Ende, das ist wieder typisch Dagi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Themenvorschlag in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!